Servus Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake für PS4. Ja, ich hatte gerade wieder technische Probleme, keine Ahnung was diesmal war, aber ich wollte die Datei abspeichern und Camtasia hat auch versucht das abzuspeichern, hat sich während des Speichervorgangs dann aber aufgehangen. Ich habe jetzt die Datei mit Mühe und Not noch retten können, zum Glück, denn wäre die Datei verloren gegangen, ich wäre im Dreieck gesprungen. Und ich bemerke nie, dass man einfach nur hier Dreieck drücken muss, um zu speichern. Naja, letztes Mal haben wir jedenfalls Garretts Familie getroffen, also seine Tochter Madeleine, hieß sie, glaube ich. Ich hoffe es, wenn nicht, dann habe ich mich jetzt vertan. Und ich weiß nicht, ob Tifa, oder wie sie hieß, seine Frau ist. Wahrscheinlich nicht. Und wir haben von nebenan ein Stöhnen gehört und wir möchten jetzt mal nachgucken, was unser Nachbar so hat. Auf jeden Fall, die Musik klingt irgendwie wie ein Horrorspiel. Der Mann kann hier nach oben, das werde ich mal machen. Ja, ich weiß, da gehe ich gleich hin. Eine Phönixfeder. Sag mal, erstickt der da unten gerade an irgendeinem Brötchen oder was ist los? Der keucht so. Ich will nicht wissen, was der da macht. Hey, alles okay? Ich komm rein. Ich glaube, Cloud kriegt seine Halluzinationen langsam nicht mehr in den Griff. Überall, an allen Ecken und Enden sieht er Sephiroth. Eines Tages hält er Tifa auch noch für Sephiroth, wegen dem langen Haaren. Oh, sie hell. What the? Megatag. Ich hätte nicht erwartet, dass es hier so hell ist. Oh, ich gehe mal Tifa besuchen, sehen. Nacktneglige begutachten. Hast du gerade Nein gesagt? Ja, Cloud ist wohlerzogen. Er guckt bekannten Damen nicht, wenn sie gerade in ihrem Negligé rumrennen. Hallo, du bist dann wohl Cloud, hab ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn es um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Okay. Sieht aus wie eine alte Hexe, aber eigentlich ist sie gar nicht so verkehrt.
Du siehst ja einen geilen Hund. Ja! Bist du ein Labrador? Labrador! Wahrscheinlich bist du kein Labrador, aber nun gut. Das soll in den siebten Himmel, also gehe ich erstmal überall hin, nur nicht in den siebten Himmel. Ich werde mich doch nicht killen lassen, weil dann komme ich in den siebten Himmel. Wobei, vielleicht heißt es so, weil überall tiefer rumrennt. Ja, ne. Ja, ihr merkt schon, ich mag tiefer. Ich finde sie sehr anziehend. Bisher. Ich bin mal gespannt, wie sich ihre Persönlichkeit noch entwickelt. Könnte theoretisch... Ne, ich kann nicht angreifen. Suche nach Kandidaten. Was ist denn da auf dem Schmetterling? Wenn die Züge nicht fahren, kriegen wir auch keine Waren mehr geliefert. Ich hoffe, es bricht keine Panik aus. Wir kümmern uns. Waffen? Ich habe ein Schwert, ich brauche keine Waffen. Lass dir ja nicht einfallen, hier was zu drehen. Kinder sagen ja auch. Einen Film drehen, okay. Ich müsste erst mal schauen, was jetzt im siebten Himmel geht. Und selbst wenn ich den falschen Weg gehe, es macht auch nichts, dann kann ich mich hier ein bisschen umsehen. Okay. Das hier ist wahrscheinlich der Schwarzmarkt oder was weiß ich was. Taschen, es gibt Hüte, es gibt sonstige Klamotten. Kann ich tiefer nicht so ein rotes Kleid kaufen, würde er bestimmt stehen. Wobei, die Klamotten, die sie jetzt anhat, finde ich auch sexy. Welcome. Was ist denn das für ein... Steht nur Welcome, aber steht nicht, was das ist. Vorne ist ein Shop. Item Shop. Und geschlossen. Um die Uhrzeit, da werden sie aber kein Geschäft machen. Man muss für Stehplätze bezahlen, jetzt verarscht mich. Na gut, egal. Ab in den siebten Himmel. Mieze! Gedicket! Morgen! Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Gut, wollen wir gleich los? Na? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Ich glaube, Cloud ist nicht sonderlich begeistert, aber hey, du darfst so einer sexy Frau hinterherrennen. Wer da nicht begeistert? Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst dir bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute krieg, kein Problem. Ich frage mich, um ehrlich zu sein, wirklich, ob Tifa irgendwie Madeleines Mutter ist. Das wäre irgendwie plausibel. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tifa, wie schön dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Klimaladen. Was gibt's denn hier? Nur Gegenstände. Was soll das denn sein? Eine Schallplatte mit einem Arrangement von Tanzmusik. Ja, da kann ich mit Tifa das Tanzbein schwingen. Warum nicht? Kann ich auch irgendwie kaufen? Kann ich die irgendwie bezahlen? Achso. Ich dachte, er will mein Geld nicht haben.
Erhaltung, Phoenixfeder, Gegengift. Also, Herr Telefon, hör auf die ganze Zeit wumm wumm zu machen. Ich habe kein Gegengift, ich nehme mal 2. Sonst noch irgendwas Nettes für mich? Das sind diese komischen Orbs oder keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Frost? Feuer, Frost? Gewitter? Das sieht geil aus. Rätsel! Ausweichung im Schlag. Wow. Standardangriff direkt nach dem Ausweichen mit so einem Flächenangriff. Das klingt doch schon mal nett. Ich weiß noch nicht, wie ich hier angehen werde, ob ich hier mit sonderlich viel Magie oder sonst irgendwie kämpfen würde. Weil in Dark Souls kann man ja auch entweder magisch oder physisch kämpfen. Kauf's mir mal. Und weißt du was, weil der Blitz so geil aussieht, den auch. Was, den hatte ich schon? Ach verdammt, ach egal. Irgendwas zu verkaufen. Handgranaten. Muss auf 200 Punkte schaffen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie jemand die einsetzt. Ich bin ein Fick. Was ist das denn? Ein aus Eisen angefertigter Arm, auf dem für einen geringen Preis erstaunliche Kraft in den Mund. Toll, jetzt habe ich ihn zweimal. Wird schon passen. Besten Dank. Du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du tiefer im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Ist klar, irgendwie begehrt hier jeder tiefer offensichtlich. Hereinspaziert, herein. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Die wollt ihr auch noch rausnehmen? Immer den schönen Arsch hinterher. Hallo Male, wir sind wegen der Filter hier. Tiefer, wie schön dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig, das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich geb mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir, die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Also entweder hassen alle Cloud oder alle lieben Tifa. Oder beides. Holt man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomaten oder Betten in eigenem Zimmer aus, kann TP und MB vollständig geheilt werden. Ja, danke. Halt mich weg von mir. Ich habe ein dickes Schwert auf dem Rücken. Es wiegt 3 Tonnen. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Ich wette, der stellt sich quer. Wobei, wie kann man bei dem lieblichen Gesicht sich querstellen? Das verstehe ich nicht. Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte?
Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herbert ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Ich wette, das sind die ganzen Quests, die ich machen muss. Laut Dahl. Wo ist sie? Achso, sie ist abgehauen. Moment. Ich habe sie gerade auf der Karte gesehen. Bitte. Okay, da kann ich nach unten. Wo komme ich denn da hin? Da hinten ist unser Wohnhaus. Da hinten müsste, glaube ich, irgendwo die Bar sein. Oder? Moment. Keine Ahnung. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Zu dir gehe ich gleich, Mädchen. Ja. Ja, wenn es nicht so einfach wäre. Ja, da kommt man gar nicht hoch, danke. Ich will mit dir reden. Nämlich. Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns eine Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht, aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte, um Modifikationen für deine Waffe freizuschalten. Ja, zeig mir das Tutorial. Okay. Das müsste, ich werde das wahrscheinlich in ein paar Parts eh wieder vergessen haben. Also kann ich mir das auch ruhig angucken. Zur Not gucke ich mir die Aufnahme nochmal an. Das muss den Charakter wählen, dass eine Waffe zu modifizieren möchte. Wähle Cloud mit X. So, da rechts steht für die Waffenpunkte, die pro Waffe maximal zu finden. Okay. Ah, da ist das Bild vom Thumbnail, das links da. Eigentlich wollte ich das auf dem anderen Menü, aber das habe ich so nicht gefunden. Das nächste musst du Waffe wählen, die du verstärken möchtest. Wähle das Panzerschwert. Der kann mehrere Waffen haben, okay. Ist zum Geier. Nicht so schnell. Ich kann dich lesen, verdammt. Das ist eine Waffenmodifikation zu. Zum Freischalten von neuen Informationen benötigten Waffenpunkte können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Ne? Kann nicht. Ja, doch jetzt. Was habe ich denn hier zur Auswahl? Magische Attacke? Mit magische Attacke? Nee. Erhöht das TP-Maximum. Trefferpunkte? Also, dass ich mir aushalte wahrscheinlich. Physische Attacke, ja. Offensivhaltung.
Schaden von Schwertwirbeln. Okay. Das erhöht so den Angriff. Das erhöht den Angriff, wenn ich in der Offensivhaltung bin, wahrscheinlich. Okay, mach mal zuerst einen auf Feige und erhöhen die Lebenspunkte. Was? Gut, dann nimm das da. Da muss ich alle. Nicht genug. Achso. Freigeschaltet. Ah, okay. Kann auch so. Wie gehe ich hier wieder zurück? Achso. Du hast die Möglichkeit, deine Waffen automatisch modifizieren zu lassen. Drücke dazu bei der Waffenauswahl Dreieck und wähle den Modus automatisch. Das wird schon wieder die ganze Zeit. Wupp, wupp. Bin hier gerade fett am Aufnehmen. Ich will aber nicht automatisch. Deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffen oder schalten neue Materia-Slots frei. Okay. Ich hoffe, ich habe es begriffen. Was angelegte Ausrüstung priorisieren. Okay. Alles klar. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine Extra-Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Okay, jetzt kenne ich wenigstens den kompletten Namen. Tifa Lockhart, wenn ich mich jetzt nicht verlesen habe. Und wie sie sich so vorbeugt mit den Armen hinterm Rücken, so, ach komm schon, so richtig, richtig niedlich. Oh. Ich liebe Tifa jetzt schon. Cloud ist mir irgendwie viel zu, ja, er mag vielleicht einen auf coole Haltung machen, aber irgendwie denkt er so, ach, ich brauche niemanden, ich bin hier der geile Cloud und so. Alles klar. Immer mit einem Slum-Regeln. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Die Gebäude der Bürgerwehr haben schon bessere Zeiten gesehen. Ich würde gerne einiges reparieren. Ich angle aufs kleinste Geräusch. Egal, ich glaube, ich werde. Das Schöne ist, hier werden immer wieder Einzelspeicherplätze angelegt. Das heißt, wenn mir eine Aufnahme verreckt, so wie eben fast gerade, dann kann ich zur Not wieder vom letzten Speicherpunkt aus weitermachen. Dann muss ich zwar nochmal alles machen und dann kennen, dann ist der ganze Überraschungseffekt weg, aber naja, ich kann es zur Not retten. So, wie heißt das Mädchen jetzt nochmal? Tifa Lockhart. Kann ich dich auch angucken? Nee. Du kommst ohne Waffe nur mit Lederhandschuhen? Du hast mehr physische Angriff als ich? Was zum Geier? Diese fleckigen und zerrissenen Handschuhe zeugen vom Trainingsfleiß ihrer Besitzerin. Boom. Moment, geht das hier auch, dass ich theoretisch wie in Xenoblade, dass ich als Tifa rumrennen kann? Kampfeinstellung? Nee. Mit dem Statuswerte? Das? Nee, wahrscheinlich nicht. Egal, wo ist sie, die Gute? Da ist sie, die Gute. Gut, dann würde ich sagen, das war Final Fantasy VII HD, nicht HD Remake,
Also doch, ist HD, aber das HD steht nicht im Titel. Egal, Final Fantasy VII Remake. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.